Winterdienst in Österreich. Hier an der Talstation der Wurzeralm, Standseilbahn in Spital am Pyrn, setzt Lohnunternehmer Christian Brückler einen Class Xerion 5000 zur Schneeräumung ein. Mit einem 3,60 Meter breiten Kalbacher Pflug räumt der rote Koloss den Schnee vom Parkplatz. Mitten im Geschehen Jörn und Tammo Gläser von landtechnikvideos.de. Seit mehr als 15 Jahren sind die beiden Brüder mit ihren Kameras auf der ganzen Welt unterwegs, um spannende Agrardokus aufzunehmen. Einen Tag lang begleiten wir sie bei den Dreharbeiten für ihr neuestes Projekt. Eine dreiteilige Filmreihe über Landwirtschaft und Landmaschinen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. In den letzten Jahren waren wir ja wirklich weltweit unterwegs und das Thema hier eben Österreich, Schweiz und auch Deutschland, das haben wir so ein bisschen vernachlässigt, muss man ganz ehrlich sagen. Und wir haben eben eine riesengroße Fangemeinde auch hier, die unsere Filme mögen. Und wir haben gesagt, wenn wir eben mit der gleichen Recherchearbeit rangehen, wie wir jetzt an Südamerika rangegangen sind, um hier auch eben spannende Themen zu recherchieren, dann muss das eigentlich eine tolle Geschichte werden. Und das zusammen mit den landschaftlich reizvollen Ecken, die wir da dann auch zeigen werden, ist das, glaube ich, eine richtig schöne Mischung, die wir da auf die Beine stellen. Ein 500 PS Traktor im Winterdienst? Sicher die absolute Ausnahme. Es sind genau solche Motive, die Jörn und Tammo Gläser für ihre Videos suchen. Okay. Da kam dann doch noch recht viel Staub rüber. Die beiden Brüder sind perfekt eingespielt. Während Tammo die Nahaufnahmen mit der Kamera macht, kümmert sich Jörn um Fotos und die Drohne. Mit gekonnten Flugmanövern gelingen ihm spektakuläre Bilder. Begonnen hat alles vor knapp 20 Jahren mit einem ungewöhnlichen Hobby. Wir sind damals zu Kindertagen mit der Kamera vom Vater losgezogen und haben Landmaschinen in der Umgebung gefilmt und waren immer wieder stolz auf neue Motive, auf neue Szenerien, auf letztendlich auch besondere Momente, die wir mit der Kamera aufnehmen konnten. Und dann hat sich das Ganze eigentlich so ein bisschen hochgesteigert, muss man eigentlich sagen. Uns hat dann so ein bisschen das nicht mehr gereicht, was wir vor der eigenen Haustür hatten. Wir sind dann weiter rumgefahren und haben letztendlich dann 2009 das erste Mal in Nordamerika gefilmt, waren dort in der Getreideernte. Und danach haben wir eigentlich gemerkt, dass es da richtig viele Leute gibt, die sich auch dafür interessieren, so ein bisschen den Blick über den Tellerrand, mal in andere Länder reinzuschauen, sich dort mal mit Landwirtschaft und Landtechnik auseinanderzusetzen, größere Felder, größere Maschinen. Und all das sind Themen, die uns in den letzten Jahren eigentlich in Südamerika, in Nordamerika, in Russland, in Australien immer wieder bewegt haben und wo es uns gelungen ist, glaube ich, ganz schöne Dokumentarfilme auch zu erstellen, womit wir die Leute begeistern konnten. Jörn und Tammo stehen nicht nur auf starke Motoren und dicke Reifen, sie sind wirklich vom Fach. Beide sind am Hof aufgewachsen, haben Landwirtschaft studiert und fahren die Maschinen auch selbst. Das schafft die Basis für hintergründige Filme. Landtechnik-Videos boomen. Das Internet ist voll davon. Trotzdem schaffen es die Gläserbrüder, sich mit ihren Produktionen von der Masse abzuheben. Entscheidend ist natürlich dann auch nicht nur die tollen Bilder einzufangen, sondern eben auch die Geschichte rundherum zu erzählen. Und das sind Sachen, die man sich eben, sage ich mal, ganz einfach über YouTube-Videos nicht so ohne weiteres anschauen und anlernen kann. Und da haben unsere Videos einfach so ein bisschen die, vielleicht ein Alleinstellungsmerkmal als Dokumentarfilme im Agrarbereich. Ja, der Christian Berger noch ein bisschen besser drauf, wenn du von hier und dieser Seite aufnimmst. Alles im Kasten. Auf zum nächsten Dreh. Wir wechseln die Location und fahren weiter nach Altaussee. Am Parkplatz der Loser Bergbahnen setzt Lohnunternehmer Rupert Steinberger einen New Holland T8 zum Schneefräsen ein. Eine willkommene Zusatzauslastung für diesen Großtraktor, der in den Sommermonaten eine Quaderballenpresse zieht. Die Gläserbrüder arbeiten hochprofessionell. Mit einem speziellen Schwebestativ pirscht sich Tammo von hinten an. Die elektronische Stabilisierung ermöglicht sehr dynamische und gleichzeitig stabile Aufnahmen. Währenddessen lässt Jörn nochmal die Drohne steigen. Auch bei der Aufbereitung der Videos teilen sich die Brüder die Arbeit. Tammo kümmert sich um die redaktionellen Inhalte, schneidet die Filme und spricht den Kommentar. Jörn bearbeitet die Fotos, gestaltet Grafiken, DVD-Cover und Drucksorten. Für ihre Produktionen verbringen die beiden viel gemeinsame Zeit. Oft sind sie wochenlang zusammen unterwegs. Hand aufs Herz, geht man sich da nicht irgendwann mal auf die Nerven? Naja, also mein Bruder und ich, wir haben ja schon wirklich die gleiche Leidenschaft und das wirklich sehr, sehr gleiche Interessen auch für das Ganze. Und man ist jetzt so viele Jahre schon zusammen. Und viele meinen immer, dass man da irgendwie im Streit dann irgendwo nach
nach mehreren Tagen, die man aufeinander hängt und wirklich auf 24 Stunden miteinander verbringt, enden würde. Aber ich kann das immer nicht sagen. Also wir beide können das, glaube ich, auch beide sagen das immer. Wir sind sehr harmonisch bei dem Ganzen. Wir haben nie irgendwo Streitereien, Reibereien. Ziel ist immer das Gleiche, was wir haben, nämlich tolle Filme zu machen. Und das sorgt, glaube ich, dafür, dass man da auch sehr gut miteinander auskommt. Extreme Schneemengen und große Maschinen, das sind die Zutaten für ein spektakuläres Winterdienstvideo. Konzentriert steuert Jörn die Drohne um den Traktor herum. Im letzten Tageslicht gelingen ihm diese eindrucksvollen Aufnahmen. Die weite Anreise hat sich gelohnt. Also das Thema Schnee haben wir in der Maße, wie wir es jetzt hier heute sehen und gestern schon gesehen haben, ist für uns auch einmalig und Neuland, sag ich mal, was das Thema Schnee angeht. Und wirklich beeindruckend. Ich glaube, das ist wieder ein Aspekt auf unseren Film, der ist wirklich wert, dass wir hergekommen sind. Also keine Frage. Für ihre Dokumentationen scheuen Jörn und Tammo Gläser weder Kosten noch Mühen. Insgesamt 75 Drehorte haben sie für die aktuelle Filmreihe besucht und dabei über 25.000 Kilometer zurückgelegt. Dabei arbeiten sie unabhängig, ohne jegliche Beteiligung von Sponsoren. Ihre Produktionen finanzieren sich ausschließlich über den Verkauf der fertigen Filme. Der neue Dreiteiler Abenteuer Landwirtschaft – Deutschland, Österreich, Schweiz ist als DVD-Box über den Online-Shop auf landtechnikvideos.de erhältlich. Aber auch über die neue Videoplattform farmworld.tv, auf der alle Produktionen auch direkt in HD- oder 4K-Qualität gestreamt werden können. Damit folgen Jörn und Tammo der steigenden Nachfrage nach Online-Videos, die sie parallel auch mit interessanten Kurzgeschichten auf ihrem YouTube-Kanal bedienen. Schaut vorbei und lasst ein Abo da. Es lohnt sich. Die Faszination großer Landmaschinen. Jörn und Tammo Gläser sind ihr seit frühester Kindheit verfallen. Zu Recht können die beiden behaupten, dass sie ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht haben. Diese Begeisterung spürt man in jedem ihrer Videos. Und die Motivation zu neuen Projekten reißt nicht ab. Wir haben in den letzten Jahren in 23 Ländern auf 5 Kontinenten gefilmt. Aber es sind da doch noch ein paar Ecken in der Welt offen, wo man eben auch noch Landwirtschaftsgeschichten, Agrarvideos produzieren kann. Und da bin ich einfach mal sehr optimistisch, dass uns das gelingt und dass wir da eben auch noch in anderen Ecken filmen können. Für das nächste Filmprojekt soll es jetzt nach Skandinavien gehen. Wir sind gespannt und drücken die Daumen.